Da Holzfußböden unterschiedlichsten Belastungen des Alltags ausgesetzt sind, wollen wir heute die Frage nach der richtigen Oberflächenbehandlung des Bodens beantworten. Wir werden Ihnen etwas über den Pflegebedarf der unterschiedlichen Fußbodenbeschichtungen erzählen, damit Sie auch die richtige Wahl treffen. Zunächst werfen wir einen Blick auf eine Bodendiele, die mit einer Lackoberfläche versehen ist. Der Lack sorgt für eine komplett geschlossene Oberfläche, bildet einen harten und widerstandsfähigen Film. Schauen wir uns einmal die Oberflächenqualität über den zeitlichen Verlauf an. Der Lackfilm sorgt dafür, dass der Alltag zunächst wenig Gebrauchsspuren hinterlässt. Mit der Zeit nutzt dieser Film sich aber ab. Es entstehen Kratzer, Flecken und sogar kleine Risse, durch die Feuchtigkeit in den Boden gelangen kann, bis die Lackschicht keine Schutzfunktion mehr übernimmt und der Boden unansehnlich wirkt. Am Ende steht eine aufwendige Renovierung an. Dadurch erreicht der Boden wieder seine ursprünglichen 100% und der Zyklus beginnt von vorn, bis die nächste Renovierung ansteht. Das heißt wieder komplettes Abschleifen der Oberfläche und ein neuer Lackauftrag. Nun zum Vergleich eine Bodendiele, die mit einem traditionellen Öl behandelt ist. Die Holzfarben brillieren und der Boden behält seine natürliche Haptik. Das Öl bildet keine harte Schicht, sondern dringt in das Holz ein. Im Vergleich zum Lack verschleißt dieser Boden jedoch schneller. Von Vorteil ist es aber, dass der Boden durch regelmäßiges Seifen und periodisches Nachölen wieder in seinen Urzustand zurückgebracht werden kann und das ganz ohne zu schleifen. Jedoch ist dieser Pflegeaufwand nicht zu unterschätzen. Als Antwort darauf hat Osmo ein Hartwachsöl entwickelt. Durch die Kombination aus Öl und Wachs wird das Holz von innen geschützt und zusätzlich entsteht eine schmutzabweisende Oberfläche. Die Diele nutzt sich im Vergleich zum Öl langsamer ab, ohne den Vorteil des Nachölens zu verlieren und das ganz ohne zu schleifen. Das reduziert den Pflegeaufwand beachtlich. Brillanz, Leuchtkraft und die Haptik des Bodens bleiben unverkennbar und ein optimaler Langzeitschutz der Diele ist gegeben. Halten wir also fest, bei einem Lack lebt man längere Zeit mit einer abgenutzten Optik. Man scheut das Schleifen und Lackieren des Bodens, da der Renovierungsaufwand extrem hoch ist. Beim Öl ist der Aufwand geringer, aber bedingt durch die Kurzlebigkeit des Schutzes muss häufig nachgeölt werden. Das Hartwachsöl von Osmo vereint den einfachen Prozess des Ölens mit der Widerstandsfähigkeit eines Lackes, um so Aufwand und Schutz weiter zu optimieren. So wird es zum idealen Holzschutz für Böden, ohne dass diese ihren Holzcharakter verlieren. Da Zeit auch Geld ist, zahlt sich diese Qualität besonders in stark frequentierten Bereichen aus, die schon durch einfaches Nachölen ein paar Stunden nach der Behandlung wieder begehbar sind. Hartwachsöl von Osmo. Die natürliche, intelligente Behandlung für Ihren Fußboden. Weitere Informationen hierzu und zu vielen anderen Produkten finden Sie unter www.osmo.de.